Hallo und willkommen zurück zu Xenonauts. Und jetzt, dieses Mal werde ich schauen, dass ich diese Crash 26 noch hinbekomme. Mal gucken, ob das sich vom Sprit her ausgeht, von der Zeit her. Das ist auch schon wieder ready. Wunderbar. Ich gucke nochmal, ob ich meine Truppen ausgerüstet habe. Ich glaube, beim letzten Mal ist keiner gestorben oder verletzt worden. Wer kann auch Granaten nehmen, praktisch. Der auch, ne? Sniper, Assault. Nö. Der war einfach viel zu langsam, da muss ich was ändern, wenn es geht. Aha, wunderbar. Also, unassigned. Ja, hier. Den nehmen wir wieder mit. Und dann kommt hier der Heavy Weapons Mensch raus. Change Roll. Reserve. Unassigned. Wobei ich den jetzt hier einfach mal auch die überflüssigen Rüstungen anziehe. Achso, das war die, die ich sowieso mitnehmen wollte. Charlie, so. Change wird zum Heavy. Kann noch Granaten mitnehmen. Und das Ding. So. Die ist schnell, hält viel aus und ist verdammt stark. Weil das ist auch die übelste Veteranin überhaupt. Gibt niemanden, der länger da. Doch, der 17 Missions. 19 Kills. Gut, gut. Ich muss mal gerade was nachgucken von dem Research her. Ja gut, aber das Dropship ist eigentlich noch ganz okay. Die Plasmawaffen werden auch wieder scheiße teuer werden. Das nächste Radar-Ding baue ich dann erst nächsten Monat, um die 50.000 zu sparen. Da kann ich dann, wenn ich die Mission schaffen sollte, kann ich direkt mit dem Flugzeug anfangen zu bauen. So, Intercept. Charlie, auf geht's. Yes. Alien Heavy Plasma fertig. Jetzt kann ich Plasma Weaponry erforschen. Super. Ich werde wahrscheinlich wieder nachts ankommen. Naja, es ist halt auch fast immer Nacht da oben. Ist natürlich ein bisschen ungesund. Oder lässt sich nichts tun. Auf geht's! You can right-click a door from any
Adjacent tile to open it without walking through it. Ja. Alien Officer Present, den können wir natürlich auch hier mal mitnehmen. Wenn es sich einrichten lässt. Aha! Okay, das sind zumindest einfache. Da ist die Karte zu Ende. Gucken wir noch nach hier unten, da ist auch nichts. Sniper, Sniper. Da ist er mit den schweren Waffen. Gucken wir hier noch gerade, okay. Der sollte aber auch von da aus schießen können. Hingucken. Die Knie. Oh, der hat aber gesessen. Okay. Dann gehe ich mal hier hin. Und baue meine Truppe mal auf. Schwing. So. Da ist alles sauber. Aha. Wofür braucht die, um zu schießen? 64. Dann gucken wir da noch hin. In die Hocke. Und Feuer. Suppressed. Zwei noch. Achso, das war der Shotgun-Mensch. Der kann da leider so nicht schießen. Das wird nichts. Mit dem fahre ich wieder zurück. Der war ja suppressed. Der wird wahrscheinlich da gar nichts machen können. Weil er einfach keine Punkte hat. Oh, oder er schießt natürlich auch einen Zivilisten. Ließ sich natürlich jetzt auch nicht viel machen. Ist niemand gekommen? Da ist er. Der ist der suppressed, aber den Wald hat es immer noch nicht ganz zerfetzt. Jetzt aber. Noch ein Baum dazwischen.
Dankeschön. Und weg ist er. Okay, weiter geht's. Natürlich ist schon ein bisschen sehr weit zurück. Wie weit ist es denn noch bis nach unten? Es geht so. Da haben wir noch einen. Der ist natürlich auch so nicht zu erreichen. Noch einer, okay. Macht aber nichts. Eigentlich ist es sogar umso besser, umso mehr da jetzt sind. Umso einfacher wird wahrscheinlich das Schiff danach. Platz ein. So. Dann werde ich mal hier diese Wälder wegballern. Kommt da natürlich auch unten jemand vorbei, aber so, damit treffe ich beide. Und da haben wir auch einen. Na, es reicht noch nicht. So, besser. Da ist der andere. Schön sauber alles erschossen.
Oh, 40 Schaden. Das ist ärgerlich. 5 Schaden. Na, wer hat denn den Verbandskasten? Die beiden. Die kann eh nicht schießen, diese Runde. Heilen. 34. So. Jetzt habe ich 4 Stück, glaube ich, erschossen. Da ist der Leader da noch drin und ein Psioniker. Doch, da komme ich durch. Okay. Die parken jetzt hier mal eine Runde. Der kann nachladen. Tür auf und zu gemacht. Wahnsinn. Ah, die Karte ist nicht klein. Die bleiben alle so weit stehen. Die Flares ausgegangen. Das UFO kann ja jedenfalls nicht mehr sein. Fahren wir da auch noch gerade rein.
Die Runden dauern ja gerade ein bisschen länger. Okay, sauber. Ich denke mal, da oben werde ich jetzt auch das Ufer entdecken. Jo. Okay. Der hat sich aber auch da reingefahren. Oh je, es dauert noch ewig, bis ich da wieder raus bin. Da gucke ich aber auch noch gerade rein. Na gut, das wird jetzt nicht so spannend. Das Ding ist einfach zum Erkunden in der Nacht extrem gut. Da kann man sich gefahrlos bewegen. Unnerved. Ja. Dann fahren wir weiter. Der war unnerved, die hier. Die läuft dann auch mal gerade weg. Da habe ich gerade nicht die... nicht die Notwendigkeit, es zu riskieren, dass die einen anderen angreift. Das kann halt auch immer noch passieren. Das hatte ich jetzt noch nie, aber... Also zumindest nicht in diesem Playthrough. Panicked. Gut, dann ist aber jetzt auch, wenn die einmal gepanickt sind, dann ist die Moral wieder voll. Dann haben sie es überstanden. Da schieße ich mir jetzt den Weg frei. Du kannst zurückkommen. Achso, nächste Runde. Okay. Feuer im Loch!
Faster. So. Jetzt wird's wieder hässlich. Suppressed. Die haben sich gegenseitig angeschossen. Das heißt aber, da stehen zwei auf jeden Fall im Gang drin. Ja, aber wenn ich jetzt suppressed bin, dann habe ich natürlich diese Runde weniger Punkte. Oh, die geben aber Gummi da. Das war auch einer mit Rüstung. Das ist schlecht. Habe ich wieder einen weniger, der da reinlaufen kann. Naja, dann mache ich jetzt. Gnade. Der lebt sogar noch. Wie viel kostet ein Angriff damit? Extrem wenig. 19. 59 könnte der da angreifen. Kann er nicht weiterwerfen? Ist doch doof. Dann schießt er jetzt einmal dahin, um den zu suppressen. 50. Na, ist 38 reicht. Er kann auch nicht angreifen, dann setze ich gleich hinter das Fahrzeug. Der muss geheilt werden. Ist immer noch am Bluten.
Töten will ich den noch nicht. Ist immer noch nicht suppressed. Jetzt ist er suppressed. So, und jetzt stelle ich das Fahrzeug davor. Dass er das Fahrzeug angreifen muss. Scheiße. So gut war das dann doch nicht. Sich zum Werfen. Yes. Suppressed. Hat aber nicht gereicht, um den auszuschalten. Der hat nicht mehr alle AP. Damit treffe ich jetzt den eigenen. Aber damit kann ich den eigentlich sogar fast retten. Kann ich die andere Granate weiterwerfen? Ne, 44. Der ist immer noch in guter Verfassung. Wie viel braucht der zum Werfen? 59. Das habe ich mir einfacher vorgestellt. Jetzt ist er aber umgefallen. So, beim Rest warten wir jetzt erstmal. Der verstopft den Weg. Zwei, drei, vier, fünf. Da ist er. Habe ich nicht gesehen.
Oh, der ist auch verletzt, der bleibt mal zurück. Kann ich jetzt nicht viel mehr machen, als weiter abzuwarten. Der kann einmal nachladen. Da sind immer noch Wölkchen. Die müssen erstmal weg. Da ist noch einer. Okay. Da muss ich jetzt aufpassen, dass nicht jemand in die Wolke davor läuft. Und nicht da reinlaufen muss. Glück gehabt. Das war, dann ist der andere noch umgefallen. Okay. Saison Officer, Center Research Division. Sehr schön. Und 71.000. Alien Officer Interrogation. Oh. Aber habe ich die Season da eigentlich schon? Alien Units, Season, ja, habe ich. Ne, Analysis. Doch, Analysis ist das richtig. Von den anderen habe ich noch nie einen betäubt. Von diesen Dinosaurier-Viechern. So, jetzt habe ich genug Geld, um mir noch ein Aircraft zu bauen. Und zwar baue ich hier noch einen Interceptor. Damit können die jetzt auch direkt anfangen. Dauert 4 Tage. Und dann mache ich auch hier erstmal wieder einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal.